Transgenerationales Trauma bezieht sich auf die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen und den damit verbundenen psychischen Belastungen von einer Generation zur nächsten. Diese Form des Traumas setzt einen langfristigen, oft unbewussten Prozess in Gang, bei dem die emotionalen Narben, die durch extreme Belastungen entstehen, von einer Generation auf die nächste übertragen werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, dass nicht nur individuelle Erfahrungen, sondern auch die damit verbundenen emotionalen Reaktionen und Bewältigungsstrategien in einer Familie oder Gemeinschaft weitergegeben werden können. Die Ursprünge transgenerationalen Traumas sind vielfältig und können auf Ereignisse wie Kriege, Naturkatastrophen, politische Verfolgung, systematische Diskriminierung oder andere existenzielle Bedrohungen zurückgehen. Die betroffenen Familienmitglieder können direkt oder indirekt von diesen traumatischen Erfahrungen betroffen sein. Die Weitergabe erfolgt nicht nur durch Erzählung oder bewusste Übermittlung von Informationen, sondern auch durch nonverbale Kommunikation, Verhaltenmuster oder unbewusste emotionalen Reaktionen wie Schwitzen oder Zittern. Symptome transgenerationalen Traumas sind breit gefächert und können sich auf unterschiedlichster Weise manifestieren. Dazu gehören psychische Gesundheitsprobleme wie Depression, Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung, aber auch Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen, Probleme mit dem Selbstwertgefühl und ein generelles Gefühl von Unsicherheit. Diese Symptome können in den nachfolgenden Generationen auftreten, auch wenn diese selbst nicht direkt an den ursprünglichen traumatischen Ereignissen beteiligt waren. Ein Beispiel für transgenerationales Trauma findet sich beispielsweise in Familien, deren Vorfahren während eines Krieges intensive Leiden erfahren haben. Die emotionalen und psychischen Belastungen, die durch den Krieg verursacht wurden, können sich auf die Kinder und Enkelkinder auswirken, selbst wenn diese die direkten Kriegsereignisse nicht miterlebt haben. Die Übertragung erfolgt oft durch unbewusste Verhaltensmuster, eine erhöhte Sensibilität gegenüber Gefahren und eine gesteigerte Stressreaktion, die von einer Generation auf die nächste weitergegeben wird. Ein Trauma kann durch die unterschiedlichsten Situationen ausgelöst werden. Denn alles kann, nichts muss ein Trauma auslösen. Traumata beeinflussen unsere Psyche. Doch können Traumata auch vererbt werden? Traumata oder andere psychische Beeinträchtigungen sind schwierig zu erfassen und zu bearbeiten. Auch wenn es noch heutzutage nicht möglich ist, die Gene für die jeweiligen psychischen Erkrankungen zu identifizieren, so haben dennoch viele psychische Krankheiten, wie eine schwere Depression, eine bipolare Störung oder Persönlichkeitsstörung eine ausgeprägte erbbedingte Komponente. Das heißt, dass diese Erkrankungen vererbbar sind. Äußere Einflüsse können also sozusagen Spuren auf unseren Genen verursachen, welche dann vererbt werden können. Verschiedene Mechanismen sind an der Vererbung eines Traumas beteiligt. Anhand eines Versuches mit Mäusen wurde die bedingte Erblichkeit von traumatischen Erlebnissen erforscht. In den sogenannten Keimzellen sind die Erbinformationen enthalten. Und diese werden bei der Fortpflanzung übertragen. Die Mäuse wurden den unterschiedlichsten Umweltfaktoren wie grelles Licht oder extreme Kälte ausgesetzt, sowie von ihren Muttertieren getrennt. Dabei wurden auf die Symptome und deren Umgang mit Stress geachtet. Die Mäuse zeigten nicht natürliche oder unsoziale Verhaltensweise und begaben sich häufig in riskante Situationen. Bei dem Versuch mit den Mäusen konnte also festgestellt werden, dass die zweite Generation der Mäuse ähnliche Symptome aufweisen wie in der ersten Generation. Folglich können bestimmte Symptome eines Traumas, wie beispielsweise das eines Bindungstraumas, über Generationen weitergegeben werden. Depressivität, Jähzorn, Angst, Phobie, sie können von den Eltern geerbt, aber auch auf familiärem, sozialem oder kulturellem Weg erworben sein. Es existieren unterschiedliche Übertragungswege. Auf dem Fötus wirken Signale von innerhalb der Gebärmutter, Nährstoffe sowie Schall. All dies kann die Auswirkungen auf das Verhalten im späteren Leben haben. Allerdings können Trauma vererbt werden, müssen dennoch nicht. Meist versuchen die Eltern alles, um ihre Kinder vor den selbsterlittenen traumatischen Erfahrungen zu verschonen. Geschehnisse werden tabuisiert und der Schmerz wandert durch Familien, bis jemand bereit ist, ihn zu fühlen. Menschen, die glauben, von transgenerationalen Trauma betroffen zu sein, stellen sich die Frage,
Wie spricht man transgenerationale Trauma in der Familie an? Um so ein sensibles Thema anzusprechen, sind Vertrauen und Sicherheit notwendig. Die Fragen sollten behutsam gewählt werden. Statt Fragen zu stellen, können auch Erzählimpulse gegeben werden, um beispielsweise über die Familiengeschichte zu sprechen. Bei so einem Gespräch ist es wichtig, nicht auf Details abzuzielen und empathisch mit seinem Gegenüber umzugehen. Das Thema transgenerationale Trauma ist ein noch junger Forschungsgegenstand und ist für die Disziplinen Psychologie, Sozialpsychologie, Sozialwissenschaften und Neurobiologie interessant. Grundlegende Erkenntnisse wurden in den 60er Jahren bei der Forschung mit Holocaust-Überlebenden gemacht. In Deutschland wird erst seit den 80er Jahren über transgenerationale Trauma geforscht. Die Arbeit mit Menschen, die unter den Auswirkungen von transgenerationalen Traumata leiden, erfordert einen vielschichtigen Ansatz. Oft suchen Klienten Hilfe für verschiedene Störungen und Symptome wie Ängste oder Depressionen, ohne die Wurzeln ihrer Traumatisierung in der Vergangenheit ihrer Eltern oder Großeltern zu kennen. Die bewusste Auseinandersetzung mit der transgenerationalen Weitergabe von Traumata ist jedoch entscheidend, da sie einen bedeutenden Einfluss auf die zu behandelnde Erkrankung haben kann. Frühzeitige Prävention spielt eine zentrale Rolle, indem Belastungen in der Eltern-Kind-Beziehung früh erkannt werden. Spezialisierte Therapien während der Schwangerschaft oder in der Kinder- und Jugendpsychotherapie können dazu beitragen, die transgenerationale Weitergabe elterlicher Traumatisierung zu mildern. Eine gründliche biografische Anamnese ist hierbei essentiell, um die Vermittlung dieser Verwundung zu verstehen und den therapeutischen Prozess zu gestalten. Es ist wichtig zu betonen, dass die bloße Inobhutnahme und Fremdplatzierung in einigen Fällen nicht ausreicht, um die transgenerationale Traumaweitergabe zu unterbrechen. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema ist unumgänglich und die Kinder- und Jugendhilfe muss die Herausforderung der Hilfeplanung und Gestaltung unter Berücksichtigung sozialpädagogischer, psychologischer und psychiatrischer Aspekte bewältigen. Die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften, insbesondere Sozialarbeiterinnen und weiteren professionellen Fachkräften, ist unerlässlich. Eine ganzheitliche und langfristige Hilfeplanung, die Risiken für Kinder umfassend bewertet, ist notwendig. In den letzten Jahren sind Forderungen nach frühen Hilfen lauter geworden. Präventive Programme wie das SAFE-Programm zur Förderung sicherer Bindungen zwischen Eltern und Kind gewinnen an Bedeutung. Die Einbindung von Ansätzen wie Psychodrama-Bearbeitung und Genosoziogramm in der therapeutischen Praxis können dazu beitragen, generationenübergreifende Muster zu verstehen und zu durchbrechen. Die Integration verschiedener Ansätze ist entscheidend, um eine umfassende und effektive Unterstützung für Menschen mit transgenerationalen Traumata zu gewährleisten.